Ah, dann mal auf zu der Dame. Ich übernehme. Oh nein, das war alles meine Idee. Ich spreche mit der Dame. Ich habe noch nie mit der Dame gesprochen. Und das hat seine Gründe. Rock wird gehen. Was? Nein, nein, nein. Ich muss doch... Du hast ihn gehört. Keine Bange, ich werde es nicht vermasseln. Was zum... Ach, ihr Furunkel. Das soll uns aufhalten? Da habt ihr euch getäuscht. Was war denn das eben? Ach, nur Sindri, der den ganzen Ruhm einstreichen wollte. Nichts Neues. Nicht das, das Tor. Was ist mit dem Tor? Wahrscheinlich hat jemand den Nidrveilir am System rumgepfuscht. Vermutlich deswegen, weil ihr ständig irgendwo einbrechen musstet. Aber zerbricht ihr nicht den körperlosen Kopf, mein Freund. Brock ist gut vorbereitet. Ich kenne von früher noch ein paar Ein- und Ausgänge. Tore, an die sie nicht mal im Schlaf denken würden, weil sie nämlich dumm sind. Brock, wo sind wir? Hier seid ihr richtig. Ein verlassener Versorgungstunnel. Direkt zum Schmiedelager. Wir sehen uns da oben. Na los. Brock. Und weg ist er. Bist du sicher, er war die richtige Wahl, Bruder? Ich vertraue ihm. Er redet Tacheles. Und doch so anschaulich. Damit servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's mal wieder bei God of War weiter. Und zwar, das haben wir jetzt längere Zeit nicht gespielt. Aber ich möchte da jetzt mal weitermachen, dass wir das Spiel auch irgendwann fertig machen können. So, wir sind jetzt hier in so einem Tunnel. Und müssen jetzt einen Weg zur Oberfläche finden. Sollte nicht so schwer sein, bin ich mal gespannt. Jetzt pass auf. Stimmt, mit einer Klinge kriege ich das auf. Ich bin schon wieder komplett aus der Übung draußen. Wir werden hier zusammenarbeiten müssen. Aber, jetzt pass auf. Ah, stimmt, und jetzt die Kette, oder? Jawohl, perfekt. Na bitte. Wenn wir weiter zusammenarbeiten, brennt eines Tages vielleicht Asgard. Das ist nicht meine Absicht. Aber es könnte dein Schicksal sein. Was willst du damit andeuten, Hoheit? Rein gar nichts. Armer Kerl, wieso hat er sich da versteckt? Etwas in diesen Tunneln fürchtete er mehr als zu verhungern. Nicht sehr rational. Das ist Angst selten. Jetzt bin ich mal gespannt, wo das hier uns hinführt. So, wo geht's jetzt hier weiter? Machen wir erstmal das Fass da kaputt. Ah, ein Tunnel für Schnaps und Sprengstoff. Ein hübsches Beispiel der Zwergenkultur. Du verhöhnst eine Kultur, die du unterjocht hast. Typisch Ase. Ist mir aber hier irgendwie wenig zu... Ah ja, wollte ich gerade sagen, irgendwie wenig zu ruhig. Aber jetzt kommen jetzt schon die ersten Gegner. Weil wir sind ja jetzt vorher schon gutes, sehr, sehr gutes Stück gekommen, ohne zu kämpfen. Deswegen entweder... Stehen noch ein Bossfight an oder es kommen noch ein paar Tierchen. Ja, warum der Versorgungstunnel stillgelegt ist. So, dann geht's jetzt mal weiter. Bloß die Frage, wo? Das sieht entzündbar aus. Jetzt nehme ich das hier mit, Hacksilber. Brauchen wir sowieso. Gehe ich mal hier weiter. Ah, da höre ich Gegner. So, jetzt gucken wir mal. Ja. Uns hat sich nämlich schon so angehört. Aber kein Problem. Zack. Der hat so ein verschlüsseltes Leben, sag ich mal dazu. Der hat ein normales Leben, das ist gar kein Problem. Den kann ich gleich töten. Nur ein Schlag. Okay, 2-3. Aber ich habe ihn geschafft. So, jetzt kommst du noch. Erstes verschlüsselte Leben wegmache. Und jetzt gehen wir an das richtige Leben ran. Zack, ausgewichen. Ja, der ist auch gleich hier.
Zack. Perfekt. So, jetzt habe ich die zwei auch schon erledigt. Jetzt pass auf, jetzt geht's nämlich weiter. Ich glaube hier, noch oder? Eine Öllache. Oder auch nicht. Weil hier können wir das aufmachen, dann kommt man an die Kiste dahinter ran. Probieren wir das so. Zack, ja, perfekt. Nehme ich die Kiste nämlich noch mit. Stimme ich im besten Fall auch. Ja, Hacksilber drin. 815 sogar. Das ist gar nicht so wenig. So, das will ich auch wieder zum Brennen bringen. Das geht aber nicht so ganz. Ah doch, jetzt geht's, wenn ich das zweite Dauer habe, oder wie? Ja. Dann. Ah, ein segensreicher Ölfleck. Ah, das war, dass es das Ding aufsprengt. An das habe ich halt leider nicht gedacht. So, weiter geht's. Da kommen jetzt schon die wieder Gegner, die ersten Gegner kommen. Aber gar kein Problem. Zack. Verschlüsselte Leben auch weg. Aber gerade sage, aber das war sie mit ihren Flügeln. Ich habe gedacht, da kommt jetzt wirklich so ein Bossfight. Aber bis jetzt noch kein Problem. Zack, den habe ich auch runtergeholt. Den mache ich jetzt noch komplett tot. Jawohl, also einer schon mal weniger. Der da auch weniger. Zack, die ich auch noch nehme. Ja, 1-2. Zack. Der da hat auch wieder so verschlüsseltes Leben. Also ich nenne es halt verschlüsseltes Leben. Das nennt ja auch jeder anders. Aber das läuft eigentlich relativ gut. Zack. So. Zack, 1-2. Perfekt. Dann ist das auch schon geschafft. Jetzt gucken wir mal, was wir noch alles mitnehmen können. Hier ist schon mal eine Truhe. Hier leuchtet noch etwas. Sindri, bist du das? Ja, ich muss mit Kratos sprechen. Bitte, hör zu. Du musst dich Brocks Platz einnehmen lassen. Er darf nicht mit der Dame sprechen. Auf keinen Fall. Nein, das ist mein letztes Wort. Aber... Oh je. Okay, dann würde ich mal weitergehen. Ich glaube, er hat mir nichts mehr zu sagen, so. Also, dann gehen wir mal weiter. Hier geht's nicht weiter. Ah, doch, hier geht's weiter, perfekt. Es ist deine Schuld, dass Atreus weggelaufen ist. Oder bist du nur Brocks Streiter? Da, schon wieder. Du machst wieder deine Andeutungen. Ist der klügste lebende Mensch wirklich so blind? Die Riesen verbergen eine geheimnisvolle Gestalt, die das Schicksal von Ragnarök ändert. Und du siehst den einzigen logischen Kandidaten, der Kriege gegen Götter führte und gewann. Ich bin nicht ihr Streiter. Ja, jeder darf seine eigene Meinung haben. So, da brauche ich jetzt wieder den anderen Pfeil, oder? Dass sie das wieder lila macht und dass ich damit in der Klinge reingehe und es zu Feuer macht. Zack, perfekt. Ja gut, da sollte ich schon wegen aufpassen. Jetzt ist es weg. Ah, das ist bloß, dass ich an die Truhe rankomme. Gut, die nehme ich auf jeden Fall mit. Gar kein Problem. Weil Hacksilber ist immer sehr, sehr gut. Gerade noch zum Rüstung fährt und alles. So, jetzt nehme ich hier noch das Leben mit. Das hier nehmen wir auch mit. So, dann muss ich hier die Kette nehmen. Die Tore scheinen verbunden zu sein. Versuch mal, die Befestigung zu zerstören. So, jetzt muss ich die Befestigung machen. Wenn ich jetzt hier sie drauf schießen lasse, bringt's nichts. Mit dem da. So, und wenn ich jetzt die Axt werf, kann es nicht sein, dass dann die Befestigung steht. Doch, die ist nämlich jetzt eingefroren.
Achso, jetzt pass auf, aber hinter ist auch nochmal so ein Teil. Wenn ich hier spiegel. Wenn ich da das Ding dann von da spiegel, zu dem rechts unter, zu dem kleiner. Könnte das eventuell gehen. Zack, perfekt. War gar nicht so schwer. So, dann komm noch. Oh, dann komm noch her. Erledige ich dich auch. Der ist ein bisschen stärker. Aber das bekommen wir auch hin. Zack, immer Ausweicher am besten. Dann tue ich Kämpfe, sie kann mal schießen. Weil klar, es macht jetzt keinen großen Schaden. Aber jedes Ding, was weg ist, ist ein Schlag weniger bei mir. Das ist ja schon mal relativ sehr, sehr gut. Weil er dann ja auch... Upsala. Du brennst, Kratos! Das geht vorbei! Weil er ja dann auch viel schneller tot ist. Bekämpft ist. Zack, und jetzt Attacke. Immer aufpassen, die roten Kreise kannst du nicht abwehren. Das musst du immer dran denken. Die gelben, die kannst du, aber die roten geht nicht. Rechts von dir! Zack, ausweichen. Und jetzt wieder drauf. Sie drauf schießen lassen. Zack. Bloß noch. Ja, ein ganzer Balken und dann so halb. Ja, eineinhalb Balken jetzt ungefähr noch. Und wenn es so weitergeht, ist leider nur noch ein Balken da. Zack, jawohl. Plus eine halbe. Ja. Ja, aber jetzt kann ich den finishen. Perfekt. Das war aber ein ziemlich finsterer Grimm. Die Zwerge werden die Tunnel nicht so leicht zurückerlangen. So, jetzt bin ich hier. Gucken, ob es hier noch was gibt. Nee. Wir müssen eines der Tore öffnen. Okay, eins der Tore müssen wir öffnen. Die Frage ist bloß, welches? Welches und wie? Das ist die Frage. Das müssen wir nämlich jetzt erstmal rausfinden. Entweder bin ich jetzt gerade blöd. Aber wenn sie da steht. Diese Tröge kennen wir doch schon, stimmt's, Bruder? Jetzt pass auf, kann es nicht sein, dass ich die Räder da zum Laufen bringen muss. Weil da oben läuft nämlich Wasser und wenn ich das einfriere. Dann geht es nämlich auf das Zahnrad oder halt auf das Rad und das macht dann auf. Ja, weil dann schwimmt es nämlich oben drüber. Okay, dann mache ich das mal hier bei dem Rad. Perfekt. Hat geklappt. Sollen wir? Diese Meinung, die du da hast, hast du deshalb dieses Bündnis vorgeschlagen, weil ich deine Armeen bei Ragnarök anführen soll? Das ist Tyrs Aufgabe, nicht meine. Es ist offensichtlich, dass Tyr kein Kriegsgott mehr ist. Ich auch nicht. Dieses Leben ist Vergangenheit. Das Töten von Göttern wohl nicht. Oder was tun wir sonst in dieser Welt? Diese Waffe zu schmieden. Deine Wahl. Du weißt, wohin das führen könnte. Ich beschütze nur mein... Ich weiß. Und wir beide wissen, wozu dich der Schutz deines Kindes bringen kann. Mal schauen, wo wir jetzt hier hinkommen. Ob wir überhaupt irgendwo hinkommen, aber ich denke schon. Auf jeden Fall erstmal zu Gegnern. Die tun wir kurz mal erledigen. Kein Problem. Kommt doch her. Ich sollte ihn auch halt auch treffen und nicht bloß neben umschlagen. Okay, hier ist keiner. Ich habe gedacht, hier ist schon mal ein zweiter. Aber das ist ja kein Problem. Ah, die blöde Auge da wieder. Zack. So, du bist auch tot. Rechte Seite. Wo? Wie? Wo? Was? Wo? Ah, da kommt doch nochmal einer. Oh, zwei sogar. Kein Problem. Der zweite hat wieder ein verschlossenes Leben. So, der erste ist aber dafür schon hier. Perfekt. Zack, der zweite hat auch bloß noch das normale Leben. Zack. Kommt wieder so ein blödes Auge. Zack, du bist auch hier. So, da oben ist jetzt nochmal einer. Erstmal mit dem Pfeil.
Scheiße, hat den jetzt ganz hier gemacht. So, dann gehe ich da hoch und kämpfe noch mit ihm. Gar kein Problem. Zack. Und zack. Der ist auch tot. Perfekt. Atreus' Mutter war eine Riesin, nicht wahr? Sie gehörte zu den Jötnern. Ja, ich meinte nicht, dass sie groß wie ein Haus war. Ich weiß, dass nicht alle Riesen riesig sind. Ein Größenunterschied ist ja auch nicht weiter schlimm. Oder unterschiedlich viele Gliedmaßen. Nein, überhaupt nicht. So, jetzt gehen wir da hoch. Ich bin mal gespannt, ob da oben wieder Gegner sind oder nicht. So, das nehmen wir mit. Ja, weil das sieht schon gespenstisch aus. Zack, das mache ich weg. Okay, das hat mir jetzt nichts gebracht. Schade. So. So, wir können das andere Tor öffnen. Warum hast du gefragt? Ich habe nur daran gedacht, wie Odin die Riesen seit Generationen bekämpft und beinahe vollkommen vernichtet hat. Zweimal. Jetzt könntest du dazu beitragen, ihn ein für alle Mal aufzuhalten. Glaubst du nicht, dass deine Frau das vielleicht gewollt hätte? Maße dir nicht an zu wissen, was sie wollte. Ich spreche nur aus, was du selbst gedacht hast. Ihre Geheimnisse begleiten dich bei jedem Schritt, nicht wahr? Wenn du über deine Zweifel sprechen würdest, könntest du vielleicht besser mit deinem Sohn reden. Ich habe keine Zweifel. Sie weiß, was ich zurückließ. Sie hätte das nie von mir verlangt. Warum sollte sie es verlangen müssen? Sie sah dein Schicksal. Drei von Odins Sippe sind tot, weil sie dich auf diesen Weg brachte. Meinst du, sie wusste nicht, was es hieß, dich nach Jötunheim zu schicken? Das ist reine Vermutung und ich glaube, es reicht jetzt auch, Hoheit. Wir bemühen uns hier schließlich alle zusammenzuarbeiten, nicht wahr? So, jetzt sind wir hier oben. Ich glaube, ich muss wieder das Rad zum Laufen bringen. Das heißt, oberst das Wasser, das geht hier nach unten. Ein Anfang. Und jetzt von hier an das Zahnrad. Jawohl, perfekt. Ha, gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark. So, schon mal die Schwerter nehmen. So, aha, da sind schon mal die ersten Gegner. Kommt doch her. Oh mein, da sind zwei. Und sie sind wütend. Zwei von denen, okay. Die sind jetzt schon mal stärker als die gerade vorher. Das merkt man nämlich schon. Aber ich denke, das ist auch kein Problem. Wir können jetzt ruhig herkommen. Wir bekommen die auch besiegt. Achtung, perfekt. Zack. Jawohl, ich krieg sogar, wenn ich jetzt schlag, beide geschädigt. Zack. Dann beide bloß noch so halbes Leben rum. Der eine hat, glaub, sogar weniger. Ist ja schon mal sehr, sehr geil. Da musst du immer ein wenig aufpassen. Zack. Ausgewichen. Zack, die Dinger genommen. Dann kriegt er nämlich nochmal mehr Schaden. Dann brauchst du nicht alles wegschlagen. Das ist auch schon mal irgendwie ein Vorteil für dich. R3 für den Finisher. Zack. Bats. So, jetzt kommst du auch noch her. Also die Finisher finde ich irgendwie immer so geil. Gerade wie sie das gemacht haben mit der Animation. Gar nicht so schlecht. Zack. So, sie kann nämlich schon mal ein bisschen schießen, dann geht ein kleines bisschen Leben weg. Das ist aber im schlimmsten Fall sogar ich am Schluss retten kann, weil du ja nicht so viele Schläge mehr brauchst. Achtung, rechte Seite! Ja, doch ein Problem, okay. Und gerade sagen, kein Problem, aber er hat mich trotzdem erwischt. Zack, Finisher machen. Nee, braucht man nicht. Perfekt. Tja, wer braucht danach etwas frische Luft? Alle? Dachte ich mir. Wir sind nah. Ich kann es fühlen. Super, dann haben wir diese auch erledigt. Dann nehmen wir hier das Leben mit. Was kann ich da machen? Ist das irgendwas Besonderes?
Ah gut, Steinholz und Weltenstaub. Nehmen wir mit, kein Problem. Hacksilber und so noch bekommen. Perfekt. Hör mal, ich wollte dich nicht provozieren oder deine Ehe anzweifeln. Ich glaube nur, dass dein Kopf dir etwas anderes sagt als dein Instinkt. Und davon verstehe ich einiges. Die Truhe nehmen wir natürlich auch mit. Gerade weg dem Hacksilber, du brauchst es echt wirklich unbedingt. Boah, 1136. Gar nicht schlecht. Und dann klettern wir hier mal hoch. Vielleicht kommen wir hier sogar zum Ausgang. Aber es geht nicht. Ah doch, jetzt. Zack. Wenn wir hier raus sind, lasse ich dir etwas Zeit, um zu überlegen, ob du bereit bist, die Waffe mit allen Konsequenzen herzustellen und zu benutzen. Ja, ich glaube, da rechts ist eine Luke. Wenn wir da rauskommen, hoffe ich, dass keine bösen Überraschungen sind. Aber das wäre sehr geil, weil wir dann hier draußen sind. Inzwischen sehe ich zu, was ich hier sonst noch erfahren kann. Vielleicht schicke ich ja obendrein noch ein paar Einherjar nach Valhalla. Tja,